So, wunderbar. Ja, wir sind live. Wunderschönen guten Abend an alle, die da sind mit uns. Liebe Grüße auch in die Schweiz. Wir haben die Satsang-Lehrerin Manishkala da. Haben schon, ich glaube, zwei Sendungen zusammengestaltet, ne? Zwei oder drei, ich weiß jetzt gar nicht genau. Und ja, Zwei. zwei, genau. Und ja, schön, dass du wieder mit uns bist und wir das fließen lassen dürfen, was auch immer da ist, geschehen mag. Und wir laden auch euch alle ganz herzlich ein, bei der Sendung interaktiv dabei zu sein, mit euren Fragen, Impulsen, was auch immer da ist, könnt ihr einfach im Chat schreiben. Ohne dass ihr euch extra anmelden müsst, euch nur ein Nickname geben und dann könnt ihr schon losschreiben. Also ganz easy. Auch die Susi ist da, hat sich platziert. Kann man die sehen? Ja. Genau, Susi ist Ja. auch da. Ja, okay. Dann hast du einen Impuls für den Start? Was? Wie wär's, wenn wir kurz einfach miteinander still sind? Ja, gute Was Idee. meinst Ganz gern. Ja. Ja.
Ja, eigentlich könnten wir ja jetzt bis 10:30 so bleiben. Ja. Naja, Naja. viele Fragen klären sich auch in der Stille, im einfachen Sein. Ich konnte gut so eine, ja, so eine Sanftheit spüren, wahrnehmen, sowas ganz, oh. Ja, da ist irgendwie nichts da. Da sind keine, in der Stille sind irgendwie auch keine Fragen da. Da ist so Ja, nichts da. in der Stille, ja, macht nichts. Grüße von Jeet. Dankeschön. Dankeschön. Schaut er mit? Ist er dabei? Er ist jetzt gerade so gut wie es Internet geht, dort ist er dabei, ja. Ja. Manchmal ist die Stille auch nicht gut auszuhalten. Viele Menschen sind immer aktiv, können nicht in Stille weilen, gerade in der Begegnung mit anderen Menschen. Meint man müsse immer was sagen, oder viele Menschen meinen. Man müsse das Gegenüber über unterhalten. Ja. Dann sagt man irgendwas, was so vom Wesentlichen wegbringt, ne? Ja. 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 Und gerade die Momente, wo es einen kleinen Moment still ist oder so, die sind so magisch, manchmal so. Ja, was? Wie kannst du den Menschen helfen, in die Stille wieder mehr aufzulassen, zuzulassen, klingt für mich nicht schön. oder die Ja. wahrzunehmen oder. Ich denke mir, das ist angelegt. Wenn die Stille ruft oder eben wenn die Stille angelegt ist, dann findet der Mensch immer mehr in die Stille. Am Anfang braucht es vielleicht eine gewisse Disziplin. Sei es mit bewusst in die Stille gehen, das heißt, sich mal eine Pause gönnen und bewusst hinsetzen oder bewusst ins Herzen gehen und sich so, weil das Denken bleibt, also das Denken muss nicht dann sofort aufhören, vielleicht hört es nie auf, aber indem die Präsenz oder das Bewusstsein vom Kopf ins Herz sich begibt, da kann das Denken sein, jedoch die Stille im Herzen wird da auch wahrgenommen. Und am Anfang, wenn jemand noch gar nicht sich an die Stille gewöhnt ist, hilft dann entweder mit dem Wer bin ich zu arbeiten oder mit dem Namen wiederholen. Das kann sein, dass du Sabine, 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 Sabine. Und indem du diesen Namen wiederholst, in welcher Form dieser Name sich auch ausdrückt, das kann auch irgend Katze, Katze, Katze oder was auch immer sein, indem der Name wiederholt wird, das nennt sich auch im Sanskrit Japa, denkt's nicht. Dann ist die Präsenz oder die Aufmerksamkeit beim Namen wiederholen und dann kann man auch bemerkt man auch, dass dann weniger Denken geschieht, bis gar kein Denken. Wenn das dann aufhört, kommt dann auch wieder Denken rein. Und das ist einfach eine Übung, die man, wenn das für einen passt, machen kann oder die Atmung beobachten, sich einfach auf die Atmung konzentrieren, da denkt's nicht. Und wenn die Stille auch ruft und man möchte in Meditation sein, aber es geht nicht, sind das Hilfsmittel.
Und irgendwann wird die Präsenz der Stille stärker und dann braucht es diese Hilfsmittel nicht mehr. Oder auch eine Übung ist auch eins, und bevor die zwei kommt, gibt es einen Ruhepunkt. Eins. Und da in dem Zwischenraum, bevor die zwei kommt, weilen. Und dieser Zwischenraum ist ausdehnbar ins Unendliche. Das sind einfach Hilfsmittel. Wenn die Stille, wenn jemand in Stille gehen möchte und nicht weiß wie. Und auch da muss geschaut werden, was einem passt. Nicht jedem passt die Namenwiederholung. Manche können auch einfach die Konzentration aus Herzen geben und dann sind sie still. Gibt es da Erfahrungen deinerseits oder zu bestimmten Tageszeiten oder spielt es keine Rolle oder ist es in manchen Tageszeiten oder intensiver oder leichter? Was ich einfach persönlich wahrnehme, ist die Morgenstunden, in frühen Morgenstunden und am Abend, wenn die Leute schon wieder schlafen, dann ist einfach die Welt auch stiller. Also jetzt halt auch bei uns im Westen die westliche Welt. Und da muss aber jeder für sich auch schauen, weil sonst gibt man so wie eine Vorschrift raus und das ist nicht richtig. Jeder muss für sich selbst rausfinden. Manchmal gibt es zwischendurch während der Arbeit 5 Minuten Zeit, manchmal auch auf dem Klo, wenn es halt nicht anders geht. Aber sich da kurz sammeln, ins Herz, die Konzentration oder das Bewusstsein ins Herz begeben und einfach einen Moment sein, atmen und sein, bewusst sein. Es gibt nichts zu tun. Einfach zu sein. Auch spannend, beim Spaziergang beobachte ich das. Ich gehe sehr gerne raus und brauche das auch, die Natur. Das mache ich einfach für mich allein. Also ich gehe da auch bewusst allein, ganz selten mal mit jemandem zusammen. Und das genieße ich sehr. Und dennoch beobachte ich, dass es Tage gibt oder Momente gibt. Ich laufe da meine Runde und ich laufe und ich oder es läuft mich, ich bin gar nicht da, ne? Ich bin gar nicht da. Es rauscht alles an mir vorbei, weil irgendwie denken und mich darauf konzentrieren. Auch bei ne, sich nicht nur hinzusetzen und still zu sein, sondern auch zum Beispiel beim Spazierengehen oder was auch immer, bewusst zu sein und still zu sein oder ja. Oder vielleicht auch die Stille wahrzunehmen, währenddessen du gehst und es auch denkt. Bewusst zu gehen ist sicher ein Hilfsmittel. Und auch der Mensch hat die Tendenz, er macht was, aber ist sich überhaupt nicht bewusst. Viele Momente sind wir uns nicht bewusst. Und gerade in der Natur, die hilft uns, still zu werden. In der Natur, da gibt es keinen Haushalt, da gibt es keinen Job, da gibt es nichts. In der Natur bewusst gehen, sich vielleicht auch auf das Gehen zu achten, die Schritte. Oder auch bewusst den Vögeln in der Natur zuhören. Dann bist du da und dann denkt es nicht, dann ist still. Und die Natur, die hilft uns sehr, die Stille einkehren zu lassen. Ins System auch. Und
wie du sagst, dich zieht es in die Stille und auch alleine, wunderbar. Viele Menschen gehen in die Natur, aber die gehen dann zu zweit, zu dritt oder noch mehrere und dann wird einfach gequatscht, ob sie dann am Tisch vom Kaffee sitzen oder vom Tee oder in der Natur einfach quatschen. Da kommt man nicht zur Ruhe. Natürlich ist das auch richtig, also nichts gegen das. Jedoch, wenn die Stille ruft, die findest du, wenn du alleine in der Natur bist, mit dir. Viele Menschen halten sich selber nicht aus und die brauchen dann Beschäftigung mit anderen Menschen oder auch mit Medien, Computer, Fernsehen, Radio oder was auch immer. Und indem du bist, mit dir in der Natur oder einfach, ich denke, bei dir ruft die Stille sehr. Ja. Und das zieht dich auch dahin immer mehr. Ja, schön. Oder ich erwische mich, ne? Der Tag war schon so reichhaltig, so Fülle pur, ne? Geschieht ja auch ganz viel und durch unsere die vielen Projekte und so, also so und Sendung und das. Und dann gehe ich ins Bett und denke, oh, jetzt so, oh, einfach nur sein. Und dann ist es manchmal wie so ein Automatismus. Ich habe nur noch ganz, ganz wenige Bücher, wo ich einfach nicht mehr lese, sondern nur eine Seite aufschlag und einfach so Inspiration, Osho oder so, ne? Und dann denke ich und sehe die Zeilen und es geht, denke, was mache ich da? Klapp wieder zu und leg hin. Es geht gar nicht. Also es ist wie, als wäre schon irgendwie so ein Limit erreicht von Fülle. Also wo, selbst wenn ich die lesen würde, es geht nicht mehr rein. Also es kommt nichts mehr an. Dann denke ich, dann kann ich es ja gleich beiseite legen und einfach nur still sein, ja. Ja, und schau auch, wer denn lesen möchte. Wer will sich denn da noch schlau machen? Ist das der Verstand, der da einfach noch meint, jetzt habe ich noch vielleicht eine halbe Stunde Zeit, bevor ich schlafe, jetzt muss ich doch noch was irgendwie für mich tun. Genau. Aber wenn du dann einfach auch bist mit dir, bist du dann halt, bis der Schlaf dich dann übernimmt, dann bist du. Ja, das ist einfach nur göttlich dann, ja, zu sein. Und wenn es dann noch bewusst, weißt du, bewusst einfach noch bist, bis der Schlaf dann kommt, wunderbar. Aber der Mensch hat halt auch die Tendenz, er will sich, oder der Teil, also der Verstand halt auch, oder das Gemüt, oder die Identifikation, oder der äußere Mensch, ist alles dasselbe gemeint, wenn diese Worte jetzt genannt werden. Der will nicht still sein, auf keinen Fall. Niemals. Und der kann mit Stille auch nichts anfangen. Und der innere Mensch, oder das, die Identifikationslosigkeit, die wahre Natur, die Quelle, oder wie auch immer das genannt werden möchte, die Freiheit oder die Leichtigkeit, die Glückseligkeit, das ruft nach Stille, das treibt den Menschen in die Stille. Oder das ist so wie der Zwiespalt auch im menschlichen Dasein, der äußere Mensch und der innere Mensch, so nennt es Meister Eckhart. Und für mich ist das noch eine gute Beschreibungsform. Der äußere Mensch, der möchte immer aktiv sein, immer. Der treibt es nach draußen, der treibt es in die Gesellschaft, der treibt es ins Tun, ins Denken. Und der innere Mensch, das Wahre, was du bist, das sucht die Stille, das sucht auch die Einsamkeit. Und bei vielen oder lange Zeit ist der äußere Mensch sehr aktiv. Es wird erfahren, es wird gelernt, es wird Konstrukte werden aufgebaut, Prägungen werden gelebt. Und wenn angelegt ist, dass der Mensch still wird, dann kommt der innere Mensch mehr zum Vorschein und bekommt mehr Präsenz. Und dann kommt auch das, wie du das jetzt auch sagst, du gehst ins Bett und ich sage jetzt mal halt als symbolisch, der äußere Mensch, der möchte noch was wissen, der möchte noch was lernen. Und der innere Mensch, der sucht einfach nur die Stille, ohne was tun zu müssen. Und diese beiden Pole, die in uns weilen, die, die,
die werden nie miteinander, die können nicht zusammenkommen. Der äußere Mensch kann durch, wenn der innere Mensch stärker wird, dann verliert der äußere Mensch an Kraft. Und dann ruft mehr die Stille, dann ruft mehr die Einsamkeit. Und so bekommt der innere Mensch mehr Kraft. Nicht unbedingt, die Kraft ist immer da, aber mehr, es wird mehr bewusst. Es ist mehr Bewusstsein da. Und man kann dann auch, dann kommt auch die Zeugenqualität ins Spiel, in dieses Lebensspiel, und es wird gesehen, was geschieht, wenn der äußere Mensch Aktivität veranstalten will, es den Menschen wieder nach außen treibt, oder wenn dann wieder die Stille mehr da ist. Das kann die Zeugenqualität, die sieht dann das durch diese Form von Mensch. Und all das ist angelegt. Wir wissen das nicht. Was nochmal vielleicht, deshalb, genau, was du mit angelegt meinst, das heißt, gibt es Menschen, die zu einer bestimmten Zeit da nicht angelegt, oder ist es tatsächlich Menschen, die, also es gibt dann kein, es macht dann keinen Sinn, auch da einen Impuls zu geben oder zu sagen, Mensch, das würde dir vielleicht besser tun, stiller zu sein. Es ist dann einfach nicht angelegt, es ist dann nicht in diesem Leben. Kann man das so sagen oder? Zu dem Moment jedenfalls nicht. Also ich würde es trotzdem sicher mal sagen, wenn du den Impuls hast, weil alles geschieht ja durch die Form. Und wir Menschen meinen ja, wir tun's, aber es geschieht durch unsere Form. Wenn es jetzt Gott gäbe, den gibt es schlussendlich ja auch nicht. Aber trotzdem, nennen wir, wann das Göttliche durch deine Form wirkt. Und der Impuls kommt, jetzt müsste ich dem mal sowas sagen. Dann sag's doch auch, aber erwarte nichts. Ja. Erwarte nicht, dass der jetzt in die Stille geht, das wissen wir nicht. Da sind wir wieder, wie beim letzten Mal wurde auch davon gesprochen, beim Samensetzen. Die Samen, die fallen, durch deine Form wird was ausgesprochen, da setzt sich irgendwo ein Same, aber ob der jemals Früchte trägt, das wissen wir nicht. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber den Impulsen folgen, wenn dann ein Impuls kommt, was zu sagen, dann sag das auch. Dann ist das richtig. Aber die Erwartung, die darf wegfallen. Wir wissen nicht bei jedem Menschen ruft die Stille in diesem Leben. Es gibt auch Meister oder auch in den Schriften, wenn man die Schriften schaut, da steht auch geschrieben, manche sagen, das ist der letzte Weg, Weg zurück ins Nichts. Nach vielen, wenn man dann diese einen Meister liest, die mit Wiedergeburt, von Wiedergeburt sprechen, die sagen, man hat viele Leben hinter sich. Meine, ich bin da nicht so ganz mit Wiedergeburt, habe ich nicht so viel am Hut. Weil für mich ist, wenn eine Wiedergeburt wäre, ist einfach eine Prägung, eine Überlagerung, die nicht frei ist, die dann halt bleibt hier und irgendwo wieder weiter sich noch befreien möchte. Ja. Und wie gehst du damit um, wenn du im Alltag oder was auch immer, wo du bist, und es gibt Menschen, die wollen dir erzählen, die wollen ihre Geschichten erzählen und wollen und wie gehst du selbst damit um? Oder geschieht dir das gar nicht, einfach durch deine Präsenz? Doch, da gibt es sicher Leute, die ihre, also ich muss mal vielleicht sagen, ich habe nicht sehr viel Kontakt mit der Außenwelt. Ich lebe ziemlich im Rückzug oder zurückgezogen einfach. Aber wenn ich dann mit Menschen in Kontakt bin, vielleicht auch im Bus oder was weiß ich, in der, sagt man bei euch auch Bus, ich weiß gar nicht, in der... okay. Ja, da gibt es vielleicht Begegnungen, da erzählt dir irgendeine wildfremde Frau irgendwas von ihrem Leben. Naja, da höre ich doch einfach zu. Und bin dann einfach präsent, höre aktiv auch zu. Und wenn ein Impuls kommt, was zu sagen, wird was gesagt. Und manchmal gibt es aber keinen Impuls, da wird nichts gesagt. Und wenn aber Menschen in eine Einzelsitzung kommen oder auch in Satsang und Fragen stellen, dann kommt auch halt dann
auch durch die Form die Antwort dementsprechend auch nicht immer ganz wunderbar. Also es wird dann halt nicht immer das gesagt, was vielleicht der Mensch erwarten würde oder gerne hören würde. Das geschieht dann nicht. Es kann nicht einfach was gesagt werden, was nicht wahr ist. Und ja, also im Alltag, da ist es einfach, da wird, wie kann man das sagen, es ist einfach, jeder Mensch wird so genommen, wie er ist. Wie schräg oder wie, in welchen Dingen er gerade steckt, jeder Mensch ist im Moment richtig so, wie er ist. Mit was auch immer. Auch der Mörder ist richtig, weil auch das ist angelegt durch diese Form. Der kann ja nicht mal was dafür. Und der Heilige, da ist auch angelegt, auch der kann nichts dafür. Wir können auch nichts dafür, dass wir jetzt da sitzen und naja, aber tun wir doch einfach das Beste. Nach bestem, man kann auch sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Wahr, klar und ehrlich, das ist auch immer wieder so ein Spruch, der da durch diese Form gesprochen wird. Ja. Cheat schreibt gerade, er ist im großen Hotel und alle machen irgendwas. Selten sind Menschen in Stille oder ist überhaupt Stille, ne? Aber wir wissen das nicht, weil du kannst sehr, sehr aktiv sein und du bist trotzdem total still. Achte auch, wenn du am Arbeiten bist, wie manchmal nimmst du dich wahr, wie still du bist, währenddessen du tust. Du tust und nimmst trotzdem die Stille wahr. Die Stille ist immer da, immer. Und je bewusster der Mensch wird, je bewusster wird ihm auch, dass er still ist, währenddessen er tut. Ja, schön, dass du das nochmal sagst, ja. Dass es nicht darum geht, Stille zu machen oder Stille, ne? Also, was sicherlich gut tut, in Stille zu sein, aber dass sie immer da ist. Ja. Ja, schön. Die Stille ist immer da und von Vorteil ist sicher auch, sich mal hinzusetzen und zu sein. Einfach zu sein. Ich denke, wir können das, aber es gibt halt Menschen, die können das nicht. Die würden zwar, die sprechen auch von, mir würde gut tun, mal einfach hinzusetzen, aber sie schaffen es einfach nicht, keine Minute. Und da braucht es diese Disziplin, von der am Anfang gesprochen wurde, die braucht es da. Die braucht es. Am Anfang braucht es die Disziplin. Und viele Menschen sind ja auch Burnout nahe oder was weiß ich, sprechen von, sie müssten mal Pause haben, aber wenn sie dann noch eine Pause hätten, nehmen sie sich die nicht, weil sie das gar nicht kennen und können. Und da braucht es dann wirklich auch so ein Wind, vielleicht ein Gerüst, wo sich der Mensch dann einfach fest vornimmt, ich nehme mir eine Viertelstunde Zeit und versuche mal einfach zu sein. Und er sieht ja dann vielleicht, wie nebendran die Zeitung liegt und er plötzlich die Zeitung blättert. Oder plötzlich läuft das Fernsehen oder was weiß ich. Es geht zuerst um Bewusstsein. Zuerst muss dem Menschen bewusst werden, was er den lieben langen Tag auch tut. Viele Menschen sind so aktiv, die haben sich im Laufe des Lebens angewöhnt, aktiv zu sein. Das ist nicht falsch. Aber wenn das Bedürfnis da ist, auch mal still zu sein. Vielleicht ist das ein Anfang, wer weiß. Bei mir ist es eher umgedreht. Ich kann, mir war es immer ein Traum, obwohl ich noch nicht wusste, viele Jahre darum. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich möchte nur sein, was gar nicht anderes. Bei mir braucht es eher die Disziplin, ich möchte da drin bleiben, ich möchte da nicht mehr raus. Und dann habe ich das Gefühl, aber du hast es ja vorhin gesagt, dass es auch im Tun das Sein kann. Dass man da gar nicht raus muss. Und da ist manchmal noch... Nein, und ja. Vor allem... Und der Mensch will dann immer was. Dann erfährt er die tiefe Stille auch. Und dann möchte er da bleiben und möchte das halten. Und das geht nicht. Ja. Das geht nie und nimmer.
Es ist jeden Moment richtig, wie er ist. Mal ist mehr Aktivität, dann nimmt man die Stille nicht so wahr und dann ist wieder mehr still. Aber der Mensch hat die Tendenz, dass er immer was möchte. Wenn es still ist, möchte er das behalten. Wenn es aktiv ist, möchte er wieder mehr in die Stille oder was auch immer. Je nachdem, wie es halt gerade, wie es gerade läuft. Wir wollen, der Mensch hat die Tendenz, es immer anders zu haben, zu wollen, als es gerade ist. Weil er meint, er mache das. Und er möchte das dann anders haben. Aber je mehr bewusst wird, dass es geschieht durch die Form jeden Moment und jeder Moment richtig ist. Ist es mal aktiv, ist es okay. Ist es mal still, ist es okay. Das geschieht durch die Form. Und je mehr das bewusst wird, umso mehr kann man mit dem sein, was gerade ist. Und zugleich aber auch die Stille wahrnehmen, die immer ist, die geht nie weg. Was die Stille halt hilft, auch wenn du ein Problem hast im Leben oder eine Frage, die du niemandem stellen kannst oder möchtest, dann nimm diese Frage mit in Stille. Das nennt sich auch Kontemplation. Und in der Stille mit der Frage sein, kann es sein, dass du eine Antwort kriegst in der Stille. Erwarte aber auch da nichts, hab keine Erwartungen. Die Antwort kriegst du vielleicht dann auch im Leben, sei es in einem Buch oder in einer Begegnung mit einem Menschen oder irgendwas. Aber die Antwort bekommst du. Und da kann die Stille auch hilfreich sein, zum Klarheit bekommen, was gerade so den lieben langen Tag abgeht. Gibt es auch aus Erfahrungen oder, also es kann ja auch hilfreich sein, einfach wenn Menschen aus ihrer Wahrnehmung oder diese Spiegelung, dieses Spiegeln, ne? Und letztendlich bräuchten wir das alles nicht, wenn wir mehr unsere Stille wahrnehmen oder die Stille da sein lassen und die Antworten sind alle da. Oder? Ja, wenn das ginge, wäre das wunderbar. Und es gibt ja, also wenn man Ramana Maharishi seine Geschichte kennt, der war ja dann einfach still ganz lange Zeit, weil er kein Bedürfnis hatte, mit irgendjemandem zu sprechen. Nicht, weil er nicht gekonnt hätte, aber es hatte auch für ihn keinen Impuls zu sprechen. Und da saß er da lange, lange Zeit und hat durch seine Präsenz die Menschen angezogen. Und die saßen da halt dann auch still, bis er dann ja irgendwann, sie fragten ja dann schon und bekamen keine Antwort. Und irgendwann schrieb er ja dann im Sand manchmal eine Antwort. Naja, das geht auch. Aber beim großen Teil der Menschheit, die können natürlich auch die Menschen, die ihnen begegnen, du hast vorher vom Spiegel gesprochen, auch nutzen, Überlagerungen frei zu werden oder zu erkennen, was da noch für Prägungen aktiv sind, also Überlagerungen der Prägungen. Und das dient dann auch noch, frei zu werden von diesen Dingen, die den Menschen nicht frei werden lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so verstehen kann. Für mich gibt es die eine Präsenz ist diese Stille, die ruft und die da ist und die andere, das andere ist auch, manche nennen das Selbsterforschung, auch zu schauen, wo habe ich Resonanzen, wo leide ich, wo habe ich noch was zu erkennen in einem Gegenüber, in der Spiegelfunktion, wenn mich noch was nicht in der Wahrheit sein lässt, dann kann ich das nutzen in Begegnung mit Menschen, das zu erkennen. Hm.
Alles, wo ich eine Resonanz habe, sei sie gut oder nicht gut, kann ich erkennen, hat es was mit mir zu tun. Und das ist dann wieder das Geschenk. Das nenne ich gern das Geschenk des menschlichen Hierseins auf dieser Welt, das zu nutzen. Weil dann komme ich wieder auf die Wiedergeburt, was es für mich nicht gibt. Aber das, was nicht frei ist, wenn ich aus diesem Leben dann, wenn der Körper dann stirbt, und das, was ich noch nicht erkannt habe, das ist für mich die Wiedergeburt, das bleibt. Und das möchte sich irgendein welcher Form dann auch immer befreien. Mhm. Und das nutze ich auch, oder ist auch gut zu nutzen, auch zu erkennen, was gibt es denn da noch, was nicht frei ist. Und da gibt es ja dann die Identifikationslosigkeit, ja wunderbar, aber es gibt Menschen, die sind identifikationslos und haben viele, viele Dinge, die sie noch, die an Überlagerungen noch da sind. Ein verwirklichter Mensch wie Ramana, da gab es nichts mehr. Da gab es keine Überlagerungen mehr. Da wurde alles erkannt und das ist angelegt, auch das weiß man nicht, wie weit das geht. Einfach, wenn es dann geschieht, weiß man es. Und viele Menschen wollen ja frei sein, aber die wollen eigentlich nicht frei sein von der Identifikation. Die gibt es ja dann nicht mehr, sondern die wollen frei sein von den Geschichten, diese Trips, die sie leben. Und all das, wo sie nicht wahr sind. Und ja, das hat nichts mit Freiheit zu tun. Aber Menschen, die sich im Leben anschauen, den Mut haben hinzuschauen, sich diese Spiegel, die ihnen sich täglich präsentieren, zu nutzen, um zu erkennen, da fällt irgendwann die Identifikation weg, wann es dann sein darf. Und wenn nicht, ist das so eine wunderbare Lebensqualität, die dann ist wunderbar. Wie war es bei dir, wenn ich fragen darf? War das bei dir immer schon Stille auch angelegt oder gab es einfach so eine Wandlung in deinem Leben, wo... Ich meine, es wandelt sich immer alles und transformiert sich, aber so im Großen und Ganzen, dass du einfach schon mehr Stille da war? Oder gab es einfach mal so einen Moment, wo es sich sehr gewandelt hat? Also wenn ich heute so zurückdenke, hat das vor 21 Jahren, ist irgendwas passiert, das konnte ich damals nicht benennen, hatte auch keine Ahnung. Aber von da weg interessierte mich diese Form Manishkala. Damals nannte sie sich Renate. Und ich wollte wissen, wer ich bin. Also warum reagiere ich auf gewisse Menschen so oder anders und wie auch immer. Und ich fing an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist, keine Ahnung, Beginn kann ich nicht sagen, ich weiß einfach nicht, aber ich habe viele Jahre erforscht, mich selbst erforscht, wollte wissen, hinterfragte alles, mit den Begegnungen mit Menschen und was weiß ich, hinterfragte ich alles und erforschte und kam immer mehr, vielleicht wenn man das so sagen kann, zu mir. Und irgendwann wurde erkannt. Für mich sind es wie die zwei Wege. Ich lebte sehr lange Zeit auch den Bhakti-Weg. Für mich ist Jesus sehr nahe gewesen. Und ich lebte die Hingabe auch an das Göttliche damals. Und habe im Laufe der Zeit dann erst erfahren, von Erleuchtung habe ich nie was verstanden, als habe ich gemeint, es gibt nur Leute, die heilig sind oder schon verstorben oder was weiß ich. Mhm. Und irgendwann war dann einfach diese Person weggefallen. Und
Es war dann einfach alles klar und bewusst, oder ja. Und da gibt es auch nichts mehr, was wie kann ich jetzt das so beschreiben? Es ist einfach, die Form existiert, der Ausdruck ist und durch die Form wirkt, was auch immer. Man könnte es die Stille nennen oder der Ozean oder was auch immer. Manche nennen es göttlich. Und es wird einfach von Moment zu Moment getan, was getan werden muss. Sei das gut oder schlecht, das gibt es nicht mehr. Es ist einfach alles gleichwertig. Ja. Aber die Erforschung, die war ganz wichtig, denke ich. Für mich jetzt halt durch diesen Ausdruck auch, weil das so angelegt ist, auch zu erforschen. Und die Prägungen, die Überlagerungen oder die unfreien Prägungen zu erkennen und anzuschauen. Auch den Mut zu haben, hinzugehen und oder für sich einzustehen, zu erkennen. Die Wahrheit, authentisch und wahr zu sein. Bin ich wieder bei wahr, klar und ehrlich. Das war denn auch dein Weg, wo du einfach mehr und mehr mit dir allein warst, sein wolltest. Es ist immer mehr und mehr weggefallen, einfach unter vielen Menschen zu sein oder. Ja, das hört einfach alles auf. Also da war nie irgendwas früher noch, als ich gemeint habe, durch diese spirituellen Bücher, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, keinen Kaffee, kein Fleisch. Naja, da machte ich auch Phasen durch, da aß ich kein Fleisch, da wurde ich krank, da trank ich Alkohol, habe ich zwar nie groß getrunken, also in den frühen Jahren, aber nachher nicht mehr. Aber auch mit dem Kaffee, was auch immer. Und ich habe mich dann halt auch, wie viele Menschen, dazu gezwungen, aber musste dann auch aus welchen Gründen auch wieder aufhören. Und im Laufe der Zeit fiel einfach alles weg. Von selber, ohne was tun zu müssen. Einfach irgendwann war kein Impuls mehr dafür, was auch immer, sei es in der Nahrung oder auch unter die Menschen zu gehen. Ja, es hört einfach alles auf. Und viele Menschen meinen, sie müssen das tun. Aber auch das, wenn es dann angelegt ist, dann hört es von selber auf. Aber doch auch darauf hören. Du hast auch gesagt, ich bin sehr gerne mit mir. Und da gibt es dann viele Menschen, ich komme da jetzt wieder mit dem äußeren Mensch, wo dann der äußere Mensch aktiv wird und sagt, hey, du kannst doch nicht, du bist nicht mehr gesellschaftstauglich, du kannst dich doch nicht zurückziehen, du kriegst ja eine Depression oder was weiß ich. Nein, das ist, wenn es angelegt ist, ist das ganz richtig. Aber der äußere Mensch, der will das natürlich nicht und der rebelliert auch. Und da gibt es dann auch, da ist es dann auch schön, Menschen zu treffen, die so leben und auch da eine Bestätigung zu kriegen, dass man nicht falsch ist, sondern dass das ganz richtig ist. Und das heißt nicht, dass ich nicht unter die Menschen kann. Wenn es angebracht ist, gehe ich da auch hin. Aber es ist einfach, das Bedürfnis ist weggefallen. Und es braucht einfach ein Mensch, der sich, also das Alleinssein, das heißt, ja, da braucht es dann im Außen einfach nichts mehr. Ja, da braucht es nichts mehr, weil du erkannt hast, weil Frieden da ist und Stille da ist. Und ich denk, ja, und fürs Erkennen, wie wir vorhin gesagt haben, ne, durch die Spiegelung ist es einfach manchmal leichter, durch die anderen zu erkennen. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Aber auch da ist es wieder so, dass viele Menschen haben ja dann das Gefühl, ich habe jetzt was verpasst, jetzt habe ich eine Chance verpasst oder was weiß ich in einem Gegenüber, das mir vielleicht was zeigen wollte oder ich etwas erkennen hätte können und es verpasst habe. Das ist nicht so. Es wird uns immer wieder präsentiert. Und wenn du noch alleine in Stille weilst, im Rückzug, wenn noch was ansteht, dann wird es dir serviert, in welcher Form auch immer.
auch wenn du alleine bist, es wird dir trotzdem irgendwie, irgendwoher. Es ist ja nicht so, dass man in einer Höhle lebt hier auf diesem westlichen Kontinent. Also ich auf jeden Fall nicht. Der Alltag läuft ja weiter. Und dann gehst du mal einkaufen oder was. Irgendwo begegnest du Menschen oder Dingen. Das ist das Schöne. Ein schönes Gefühl, ja, ein schönes Bild. Das ist, es geht nichts verloren, müssen wir keine Sorge haben. Nein, ja. Niemals, niemals. Weil, wie könnte man das sinnbildlich dann beschreiben? Dann sind vielleicht auch die weiße Leinwand, das hört man ja auch viel und liest man auch viel in diesen Büchern. Aber der Film, der läuft ja. Der Film, der läuft. Der Lebensfilm läuft. Hm. Du bist die weiße Leinwand, aber der Film läuft trotzdem. Und der Film ist, oder das Leben auf dieser Welt ist so genial, dass uns das bis zum Schluss präsentiert wird und immer wieder dasselbe in Form von, die Menschen werden ausgewechselt, die Situationen werden ausgewechselt, aber es bringt mir immer wieder dasselbe. Hey, erkennst du es denn immer noch nicht? Erkennst doch. Und ich kann es 1000 Mal nicht erkennen, weil es noch nicht Zeit ist, aber zum 1001. Mal, da erkenne ich es dann. Wenn es angelegt ist, irgendwann. Und der Mensch macht sich so schwierig, der macht es so anstrengend, weil er das nicht weiß oder meint, er müsse es tun, dann ist das Leben, dieses Leiden, diese Identifikation, Mensch, dieses Ich, das meint, es müsse es tun. Und das ist nie möglich, niemals. Es geschieht. Und je mehr das bewusst wird, dass es geschieht, umso freier wird der Mensch. Und wenn es so angelegt ist und die Gnade vielleicht ihn trifft, dann erkennt er, aber er kann schon vorher immer mehr in Freiheit oder immer mehr erkennen. Das heißt, wenn ich das jetzt so höre, dann gibt es, dann kann ich nichts tun, um zu erkennen. Ich erkenne und ich erkenne nicht. Ja, mach dir eine gute Zeit. Und braucht es noch nicht mal die Bereitschaft, erkennen zu wollen? Jein, also ich denke, eine Bereitschaft. Es gibt ja viele Menschen, die wollen frei sein. Dann gehen sie in Satsang, erleben Menschen, die frei sind, die Präsenz, die sie da wahrnehmen, und die wollen das auch. Und dann ist es so wie ein Sog, den sie spüren. Man könnte sagen, ja, eine Bereitschaft, ja, ich möchte. Manche spüren das als Sog. Das zieht sie dann einfach in Richtung Stille. Sie gehen in Satsang, sie sind in Meditation zu Hause, sie sind nicht mehr so viel draußen, sie lesen weniger Zeitung. Es zieht sie immer mehr zu sich selbst, dieser Sog. Und auch der ist angelegt, schlussendlich ist er auch angelegt. Ich habe jetzt deine Frage nicht mehr ganz präsent. Kannst du vielleicht noch mal... Mhm. Selber. Genau, ob es, dass wir nichts tun können, ob das man erkennt oder nicht und ob es wenigstens die Bereitschaft braucht, erkennen zu wollen. Vielleicht ist es auch so, oder ich denke, es ist auch so, die Bereitschaft ist auch angelegt. Wenn du ja die Menschheit schaust, es sind wenige Menschen, die wenn man jetzt von Satsang hergeht oder von diesen Menschen, von diesen freien Menschen auch, das ist ein kleiner Teil der Menschheit, die es dahin zieht. Und wenn man wieder in den Schriften liest, ist es auch ja so, dass manche Meister nennen das auch der letzte Weg.
zurück ins Nichts. Es geht ja alles weg. Es gibt nichts Besonderes mehr. Es gibt nichts mehr, womit du dich identifizieren kannst. Der Wert an Äußerem hört auf und es ist nicht mehr wichtig, was du tust. Es ist wichtig, dass du bist. Oder auch das ist nicht mehr wichtig. Du bist dann einfach, ja. Viele Menschen oder die meisten Menschen definieren sich über irgendwas. Mhm. Wir sind Mensch, einfach Mensch. Mhm. Aber frag mal jemand, wer er ist, da sagt dir keiner, ich bin Mensch. Der sagt, ich bin Hausfrau, ich bin Geschäftsmann, ich bin Mutter, ich bin, boah, was weiß ich. Mhm. Wir sind Mensch. Und wir vergessen, dass wir Mensch sind. Ja. Heißt es auch, umso bewusster wir werden und umso mehr wir erkennen und die ganzen Identifikationen mehr wegfallen, geschieht dann automatisch, ich nenne es mal so, ein bescheideneres Leben, im Sinne, dass es einfach nicht mehr gebraucht wird oder kein Wunsch danach da ist, viele schöne Kleidung zu haben oder weiß nicht, was auch immer. Ja, das ist so, es fällt weg. Das heißt nicht, dass mal ein Wunsch auftauchen kann, jedoch es bekommt, ich hätte fast gesagt wertlos, aber das ist nicht das richtige Wort. Es verliert an Wichtigkeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht schön anziehen kann oder wie auch immer, was dann halt wieder auch der Ausdruck ist und angelegt ist. Ramana lief im Tuch um die Lenden rum und manche sind dann geschmückt voll Schmuck und was weiß ich. Das ist angelegt, auch das ist einfach der Ausdruck, der durch diese Form wirkt. Jeder ist individuell verschieden, da gibt es ja auch nicht zwei gleiche, wie es nicht, also sowieso ja nicht zwei gleiche Dinge gibt. Aber es hört halt wirklich auf, weil viele Menschen definieren sich über die Wünsche. Das ist der Kick, der äußere Mensch, der will diese Kicks, der sucht sich immer was Neues. Und ich habe gerade ein Erlebnis gehabt mit einem Menschen, der hat gesagt, ich kaufe mir dann immer wieder was, dann ist der Kick kurz da und dann verfällt es wieder. Und das ist so, das ist der Mensch, hat die Tendenz, oder der äußere Mensch, der will immer was, der sucht die Befriedigung oder die Wunscherfüllung, das Begehren möchte erfüllt werden. Aber das ist nicht möglich, weil da kommt gerade nachher kurz drüber wieder das Leid. Das ist wie, wenn der Mensch was Schönes erlebt, möchte er das behalten. Und dann kommt aber auch wieder, das sind wir in dieser Dualität. Das ist nie, die Dualität ist richtig. In dieser Welt braucht es diese Dualität. Es braucht alles. Aber der Mensch in der Identifikation, der lebt Leid und Begehren. Oder man kann auch sagen Wünsche und Wunsch, also er fühlt sich immer wieder, da taucht immer wieder der nächste Wunsch auf. Das gehört in dieses menschliche Dasein bei Menschen, die sich nicht bewusst sind. Und je bewusster der Mensch wird, je mehr er auch erkennt, an Überlagerungen frei werden, die Vorhänge sich lüften. Ich nenne das gern symbolisch auch, der Mensch ist eine leuchtende Kugel und im Laufe des menschlichen Daseins sind da lauter so Papiere angepappt. Also das Leuchten sieht man nicht mehr. Und im Laufe des Lebens, wenn der Mensch bewusst wird und sich auch bewusst wird, was da geschieht, fallen diese Papiere weg und es kommt immer mehr Leuchten durch. Und ein befreiter Mensch, ein verwirklichter Mensch, da hat es keine Papiere mehr an dieser Kugel. Deshalb auch dieses Leuchten, diese Präsenz dann, die dieser Mensch ausstrahlt, ohne dass er was tut, einfach in seinem Sein. Und der lebt die absolute Wahrheit. Da gibt es nichts, was nicht authentisch oder wahr ist. Dieser Mensch weiß und hat erkannt.
Hat es Bestand? Was? Das Erkannte, das Verwirklichte? Das Verwirklichte, ja, da gibt es nichts mehr. Wenn es nichts mehr gibt, dann gibt es nichts mehr. Sonst war es nicht echt. Ja, es gibt viele Menschen, die haben Erwachungszustände und fallen dann aber wieder zurück in die Identifikation. Und für mich ist das wie, für mich ist es wichtiger, sich anzuschauen, zu reflektieren, die Wahrheit zu leben, zu erkennen, wo noch Überlagerungen sind. Was nützt es, wenn du frei bist oder Erwachungszustände hast und die ganzen Trips leben musst? Das macht keinen Spaß. Aber wie passt das zusammen? Ja. Wie kann man so sozusagen erwachen und noch diese, wie ist das möglich? Das kann ich mir gar nicht Also die vorstellen, okay? Also für mich ist es einfach so, für mich gibt es diese Identifikation, also diese Erwachungszustände, wo auch diese Blisszustände, die ja die manche Leute erleben. Es gibt die Überlagerungen. Also ein verwirklichter Mensch, der hat auch nach der Identifikationsauflösung, kann es noch Überlagerungen geben. Und da geht es weiterhin darum, auch zu erforschen und zu reflektieren und authentisch zu sein und wahr und klar. Und das braucht weiterhin auch diese Disziplin, hinzuschauen, zu erkennen, wenn da irgendwas sich einschleichen möchte. Die Vasanas, die Wünsche, die Neigungen, die laufen, die sind, das läuft weiter. Und ein Mensch auch nach der Identifikationsauflösung, da läuft das weiter. Und wenn dann nicht achtsam, wer da nicht achtsam ist, dann kann es auch passieren, dass der wieder in die Identifikation zurückfällt. Und da gibt es auch viele Leute, die dann spielen. Und deshalb sage ich auch gern, prüfe, wie sich der Mensch, der sich frei nennt, anfühlt für dich. Prüfe. Es gibt viele Menschen, prüft auch da, bei dieser Form, prüft. Nehmt nicht einfach alles für wahr, was da gesagt wird. Prüft. Es gibt viele Menschen, die sich frei nennen und vielleicht mal so Erwachungszustände hatten und wieder in die Identifikation fielen und das Spiel aber aufrecht halten. Wie auch immer. Prüft. Prüft immer wieder. Und nehmt das für euch raus, was stimmig ist. Ich kann auch sagen, alles ist richtig. Auch wenn jetzt ein Mensch was spielt und andere Menschen führt zu diesem Menschen, auch das ist richtig, weil die haben ja eine Resonanz zueinander. Und es gibt nichts Falsches in diesem Lebensspiel. Auch das ist richtig. Ist entspannt. Ganz schön kompliziert, aber ganz einfach auch. Ja. Ja. Da ist eine Frage im Chat von Freiheit. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, was versteht ihr unter Identifikation? Also im Sinne von sich gleichzusetzen? Fertig. Identifikation verstehe ich mit dem Ich oder mit dem Ego, mit dem kleinen Ich, identifiziert sein. Also all das, was dieses kleine Ich oder dieses Ego anstellt, das ist Identifikation. Wenn die Identifikation wegfällt, dann wird erkannt.
dann fällt dieses kleine Ich, gleich Ego genannt, fällt weg. Und es wird erkannt, dass durch die Form wirkt. Ja, es gibt dieses Ich, das dann wegfällt, da gibt es dich nicht mehr. Das nenne ich von innen Identifikationslosigkeit. Manche Leute nennen das Erleuchtung, Erwachen. Ich nenne das gerne Identifikationslosigkeit, weil es da kein kleines Ich gleich Ego mehr gibt, wo sich der Mensch dann identifiziert damit. Ach so, da gab es ein... Aha. Also Identifikation ohne N... Also Identifikation ohne N. Identisch. Ich finde jetzt kein anderes Wort dafür gerade im Moment, aber also einfach auch dieses Ego, das dann wegfällt, dieses kleine Ich, das meint, gekoppelt auch mit Verstand, Gemüt. Da gibt es so viele Ausdrücke für das. Alles klar, schreibt er. Okay, danke. Ja, danke. Die Frage. Ja, was ist Freiheit tatsächlich? Frei von was? Von wem? Frei von der Person. Und doch wirkend durch die Form. Aber Freiheit ist auch, je mehr du erkennst, wer du bist, je mehr erlebst du Freiheit. Und erkennen, wer du bist, das kannst du, wenn du auch diese... Ja, wenn du das dich selbst erforscht, hinterfragst, reflektierst, diese Spiegel nutzt, die dir begegnen, die Wahrheit lebst, das ist auch Freiheit. Schau auch, bist du positiv eingestellt, siehst du das Glas immer halb leer oder halb voll, eine Einstellungssache. Und auch da prüfe mal, dein allgemeines Dasein, ist es eher in der Negativität, siehst du alles negativ? Da braucht es auch ein Bewusstwerden und ein Umdenken. Und das kann man tun. Ich weiß, das ist mein erstes Erlebnis mit mir selbst, war das Buch Positiv Denken von Murphy damals. Und das war für mich damals ein Schlüssel. Das Positivdenken, das können wir tun. Schau selbst, die Negativität, das ist das Leiden. Und der Mensch hat die Tendenz, das Leiden zu lieben. Das hat aber nichts mit Freiheit zu tun. Es ist spannend, ne, dass Freiheit sehr oft gleichgesetzt wird mit, dann kann ich tun und sagen, was ich will, ne? Das ist so das meiste, was man vernimmt oder hört, wenn man das Wort Freiheit, von Freiheit spricht. Und ich glaube, das Wort Freiheit ist halt auch ein Synonym für vieles. Ich kann auch, es gibt ja auch Menschen, die sich frei fühlen, wenn sie viel Geld auf dem Konto haben oder sich all diese Wünsche erfüllen. Aber das sind diese Kicks.
auch ein Konto, ein Bankkonto mit viel Geld, wenn der Mensch dann doch in den Ängsten ist, was bringt es ihm dann, wenn er das einfach verdrängt? Man würde ihm das Geld wegnehmen, auweia. Ja, den Mut haben, sich der Angst zu stellen, mal sein mit dieser Angst, egal in welcher Form sie sich auch zeigt. Angst ist vom Verstand produziert, oder auch genannt vom äußeren Menschen, vom Verstand oder Gemüt oder diesem Ego. Und wenn man sich dem stellt, den Mut hat, mal mit der Angst zu sein, mal mit der Schuld zu sein oder was auch immer, sich zeigt an Leid, das muss sich auflösen, das hat keine Kraft. Aber viele Menschen haben nicht den Mut, mal innezuhalten und mit der Angst zu sein. Sie bauen ihr ganzes Sein auf Sicherheit auf. Doch es gibt keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit im Leben ist die Unsicherheit. Und wenn der Mensch dann hinschaut und den Mut hat, sich der Angst zu stellen und zu erforschen, das ist Freiheit, das nenne ich Freiheit. Das ist für mich diese Freiheit. Freiheit schreibt noch Vorschlag, die Freiheit ist, nichts mehr zu müssen. Und doch zu tun, aus dem Moment, was ich durch die Form ausdrücken muss. Ja. Wer muss denn da? Frag dich mal, wer denn da muss? Dann kommt das Ego und sagt, ich muss doch arbeiten, ich muss doch Geld verdienen. Natürlich. Aber tust du dann auch das, was du wirklich willst? Oder tust du, weil du tun musst und nicht den Mut hast, das zu tun, was du schon lange möchtest? Das heißt nicht, auf der faulen Haut zu hocken, wenn kein Geld da ist. Aber vielleicht gibt es eine Arbeit, die Freude macht, die dein Herz beschwingt. Das braucht Mut, auszusteigen aus Geschichten, die schon lange nicht mehr stimmen. Genau, schreibt Freiheit. Yes! Ich hoffe, du lebst das. Ja, Freiheit. Ja. Ja, wie ist es mit Gefühlen, mit Empfindungen? Geschieht da auch immer mehr Freiheit? Freiheit von Emotionen, Gefühlen? Also Gefühle bleiben, aber die Emotionen, durchs Erkennen von den Überlagerungen, fallen die Emotionen weg. Mhm. Emotionen helfen zu erkennen, was noch erkannt werden möchte. Mhm. Gefühle bleiben. Die Gefühle bleiben, aber die Emotionen fallen weg. Emotionen sind gekoppelt also Emotionen können wir nutzen, zum Erkennen, was noch nicht, was an Überlagerungen noch da ist, was noch erkannt werden möchte. Aber Gefühle bleiben. Sonst wäre ja jeder Mensch... Nein, also ich möchte da gar nicht mehr sagen. Nein, die Gefühle bleiben. Das ist so, wenn man das so oft hört, dass immer mehr Gleichgültigkeit kommt, ne, beim Erwachen oder beim... habe ich hier und da schon gehört, oh, dann will ich das nicht, dann ist das ja irgendwie vielleicht langweilig, wenn dann keine Gefühle mehr da sind, dann ist das alles so, das muss ja furchtbar sein. Also das ist es auf keinen Fall. Nein, aber das ist das Meinendliche, das der Mensch hat. Ich höre das auch sehr viel, das wird ja langweilig, du bist ja nicht mehr im Leben, aber solange nicht erkannt wird, kann das nicht nachvollzogen werden. Es ist, Freiheit ist erst dann, wenn erkannt wird. Dann wird erst gelebt, vielleicht muss man das so sagen. Und diese Gleichwertigkeit oder diese Gleichgültigkeit, die du genannt hast, es gibt da
so eine Geschichte vom Baum. Der freie Mensch erntet die Früchte, oder das ist falsch gesagt. Der Mensch, der erkannt hat, der erntet die Früchte, egal wie sie sich zeigen, ob gut oder schlecht. Aber es ist diese Wertung hört auf. Es drückt sich durch die Form aus, was geschehen möchte und auch geschehen muss jetzt gerade. Aber frei von Wertung, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig so durchbringen kann, was ich da sagen möchte. Ja, es gibt einfach nichts mehr, was nicht... Es gibt aber... Ach, es ist so schwierig jetzt, um das so durchbringen. es ist einfach... Es gibt niemand mehr, der was bestimmt. Es ist einfach... Es drückt sich durch die Form aus, was ich gerade ausdrücken möchte. Ja. Und ja, da gibt es auch kein Leid. Das Leiden ist gekoppelt mit Ego, kleines Ich, und das fällt weg. Das heißt nicht, dass nicht auch Schmerz sein darf, auch Traurigkeit, auch mal Tränen. Aber ohne Leid. Wenn Weinen angesagt ist, dann wird geweint. Wenn Lachen angesagt ist, wird gelacht. Wenn Stille angesagt ist, ist still. Und wenn Gesprochen angesagt ist, dann wird gesprochen. Von Moment zu Moment. Und der Mensch, der im Denken ist, oder der äußere Mensch, wenn der aktiv ist, der ist ja nie im Jetzt. Der äußere Mensch, gleich Gemüt oder Verstand, der ist nie im Jetzt. Der kann nicht im Jetzt sein, weil wenn der im Jetzt wäre, dann ist er still. Und das geht nicht. Ist nie möglich. Ist nicht möglich. Und deshalb, dann kommen wir wieder zurück auf die Stille. Wenn du dann wieder im Herzen weilst oder bewusst das Bewusstsein in den Herzbereich gibst, weg vom Denken, dann bist du wieder still. Dann ist diese Präsenz wieder stärker erkennbar. Die ist ja nie weg. Und dann ist jetzt. Dann bist du im Jetzt. Wenn du bewusst in der Natur gehst, bewusst jeden Schritt gehst, dann bist du im Jetzt. Dann ist der innere Mensch präsent und nicht der äußere, das Denken, der Verstand, das Gemüt. Und je mehr der Mensch in die Stille geführt wird oder es angelegt ist, umso mehr verliert der äußere Mensch oder das Denken oder der Verstand an Kraft. Ich denke, das kannst du erkennen, Sabine, wenn du vielleicht zurückdenkst an frühere Jahre, wo du sehr vielleicht aktiv warst und heute, wie die Stille einfach auch immer wieder die Präsenz ruft und dich dahin zieht, wie du heute bewusster bist als früher. Früher warst du gar nicht bewusst. Ja. Da hast du einfach gewirkt. Und heute ist so viel Präsenz an Bewusstsein hier, das hat viel mehr Kraft jetzt. Und das Äußere, das nach außen treiben, ist zwar vielleicht noch nicht mehr so stark, ist weniger geworden, läuft noch, aber die Präsenz der Stille, des Bewusstseins, dass du bist, in Stille auch, das hat mehr Kraft gewonnen und das wird sich noch mehr vertiefen. Und das ist bei dir auch wahrnehmbar, also so diese Stille, die ruft. Und deshalb prüfe auch im Stillen für dich, was für dich wirklich stimmt. Sei ehrlich mit dir. Einfach, das hat nichts mit zu tun, dass du irgendwem was sagen musst, sondern prüfe im Stillen zuerst mal für dich, was in deinem Leben stimmt überhaupt noch? Stimmt alles wunderbar? Gibt es aber gewisse Dinge, die vielleicht nicht mehr so stimmig sind?
Da geht es einfach auch ums Bewusstwerden. Und das Leben ist Veränderung. Die Leinwand, die du bist, oder die stille Präsenz, die du bist, die ist immer da, der Ozean. Und das andere, das Ego, die Identifikation oder die Welle oder der Film, das bewegt sich. Und das ändert sich von Moment zu Moment, weil es nie im Jetzt ist. Oh, jetzt kommen noch fleißige Fragen. Von Lila, was ist der Unterschied okay. zwischen Emotionen und Gefühlen? Freiheit schreibt dazu, ja, das drückt es gut aus. Emotionen sind mit Leid verbunden, Gefühle nicht. Ja, sehr gut beschrieben. Freiheit. Ja. Wenn ich weine und mich total schlecht fühle und da leide, dann ist die Emotion drin. Wenn ich aber weine, weil es einfach weint jetzt durch diese Form ohne Leid, dann ist es einfach das, vielleicht kann ich mal sagen, ist Weinen ein Gefühl, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber vielleicht kann man das so auch noch beschreiben. Sobald es die Emotion, wenn's also Freiheit hat das wunderbar beschrieben, danke. Ich hoffe, ja. Dir reicht das so, Lila. Sie schreibt auch, das hattest du gesagt, liebe Manishkala, ja. Das letzte Mal. Ach so. Okay. Ich habe das auch für mich erkannt, viele Jahre so das, durch den Körper das ausgedrückt, die Emotionen des Gegenübers. Und für mich habe ich das so erkannt, dass also Gefühle sind immer so im Jetzt, was so jetzt ist und frei fließt. Und Emotionen sind, wenn Gefühle nicht frei fließen durften und zurückgehalten worden sind, dann haben die sich verfestigt als Emotionen und möglicherweise auch im Körper. Und die wirken. Und wir reagieren dann manchmal so oder so und wissen gar nicht warum. Das sind dann die Emotionen, die einfach hochkommen, die noch gespeichert sind, die gesehen und erkannt werden wollen. Und ich habe das einfach durch, durch Tanzausdruck, also durch gespiegelt den Menschen, ihre Emotionen. Und ich bin bis an so einen bestimmten Punkt, bis zum, und denkst, oh, jetzt geht's nicht mehr, bis es kippt, bis es gekippt ist und dahinter war dann das wahre Gefühl dahinter, was irgendwann vielleicht mal keinen Ausdruck gefunden hatte. Ja, so habe ich es erfahren. Ja. Dann kam das, dieses, du nennst es jetzt dieses wahre Gefühl dann hervor und Emotionen können wir genau für das nutzen, zum Erkennen, wo sind dann auch diese Überlagerungen, Dinge, die noch nicht frei sind, also Prägungen, die noch überlagert sind, auch aus Kindergeschichten. Die kann ich dann erkennen. Ein Beispiel, ich durfte nie laut sein. Und der Nachbar, der ist so extrem laut und das nervt. Da kommt die Emotion rein. Der ist so laut und das nervt so und ich bin emotional. Und und wenn ich dann aber erkenne, hey, da ist eine Emotion drin, ich schau mal hin, was heißt denn das? Was will mir das sagen? Ich ziehe mich zurück in die Stille und schaue das an und kann erkennen, ach Mensch, ich wäre so gerne mal laut gewesen und ich durfte das nie. Und der tut das. Mhm. Und so kann eine Emotion sich dann erlösen. Mhm. Durchs Erkennen erlöst sich die Emotion. Mhm. Kann das so verstanden werden? Mhm. Ja. Und deshalb sind die Emotionen so genial zum Erkennen auch. Jede Emotion, wenn ich die prüfe und schaue, aha, was will die mir sagen, dann erkenne ich. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht irgendwann, nicht vielleicht, irgendwann erkennst du es ganz bestimmt. Es
sei achtsam. Erkenne, wenn Emotion kommt. Was du erklärt hast mit oder beschrieben hast, auch mit dem Tanzen, natürlich setzen sich diese Dinge auch im Körper fest. Und der Körper braucht länger, bis das dann raus ist. Und Dinge, die halt vielleicht schon im Körper den Körper geschädigt haben, gibt es manchmal auch, dass das nicht mehr regenerierbar ist. Jedoch kann man ja trotzdem auch leben damit, wenn es dann so angelegt ist. Und das Tanzen, ein Teil kann ich bestätigen über das Tanzen, die Emotionen rauslassen, aber wenn du nicht an den Grund rankommst, dann bleibt die Emotion. Dann bleibt die Emotion. Ja. Ja. Es ist wunderbar, genial, dass der Mensch Emotionen hat. Nur so kann er erkennen. Ja. Absolut. Abendrot schreibt, haben die Menschen tatsächlich die Wahl, ob sie positiv oder negativ denken, im Sinne von freier Wille? Naja, tun wir doch mal so, als hätten wir den freien Willen und achten wir darauf, wie wir denken. Tun wir doch mal so, als hätten wir den freien Willen. Da können wir was tun. Der Mensch möchte ja was tun. Und indem er sich bewusst wird, ob er negativ denkt oder positiv, das Glas halb leer oder halb voll sieht, da kann er was tun. Tun wir mal so, als könnten wir was tun. Geht das so? Ja, weil... Schön ausgedrückt, ja. Und es ist der Ausstieg aus dem Leid. Wenn ich mich vom Negativen ins Positive wenden kann, das ist der Ausstieg aus dem Leiden. Solange ich alles negativ sehe, dann liebe ich das Leiden, dann bin ich verliebt in das Leiden und suche mir immer neues Leiden. Und wenn mir das bewusst wird und ich mich tue im Tun, ins bewusst positiv, dem Positiven zuwende, dann wende ich mich in Richtung Erkennen und Freiheit. Aber es bedingt auch den Mut haben, hinzuschauen, den Mut haben, ehrlich mit sich zu sein. Der Mensch im Negativen, der liebt es, anderen Schuld zu geben, für andere, andere verantwortlich zu machen, für seine eigenen Baustellen. Und der Mensch, der sich wendet zum Positiven, den Mut hat, hinzuschauen, zu reflektieren, der kann nicht mehr den anderen die Schuld zuschieben. Der weiß, dass er an allem selber Schuld hat, wenn es dann Schuld gäbe. Freiheit fragt, da fragen wir uns doch mal, was ist der Wille? Welcher Wille? Wenn du jetzt gefragt hättest, haben wir einen freien Willen? Den haben wir auch nicht. Aber auch da tun wir doch mal so, als hätten wir den. Ah, sie meint. Wir spielen ja dieses Leben. Ja. Der freie Wille war gemeint, ja. Der freie Wille, ja, nein. Den haben wir auch nicht. Aber auch da nochmals wiederholt, tun wir doch so, als hätten wir den. Wir haben Freiheit, aber was wollen wir?
Wer will was? Frag dich, wer will was? Wer will? Ja, genau. Schreibfreiheit. Abendrot hat noch geschrieben, wunderbar, vielen Dank, so denke ich auch. Doch manche Satsanglehrer spotten darüber. Wir sind ja auch noch Mensch. Mensch. Naja, schau, was für dich eine Resonanz hat und lebe nach deiner Resonanz. Lebe deine Wahrheit, Morgenrot. Und erkenne dich im Gegenüber, was sich für dich stimmig anfühlt. Und du kannst 100 Satsanglehrer besuchen und jeder erzählt dir was anderes, weil es durch ihn ausdrückt, durch seine Form. Und auch, es gibt auch da nicht zwei gleiche, die das Gleiche sprechen. Sicher immer wieder Ansätze von Wahrheit, aber jeder hat seine eigene Wortwahl, ja, wie auch immer. Und jeder hat einen eigenen Ausdruck. Ja. Ausdruck und auch Definition, ne? Selbst die Worte, die gleich gewählt werden, verbindet jeder was anderes damit. Ja, das ist immer spannend. Ja. Ja, das ist so. Und ich erlebe auch Menschen, die haben ein Bild von einem Meister oder einem freien Menschen. Und dann sollten dann alle so sein. Und dann kommt dann diese menschliche Wertung auch rein. Und sie urteilen dann über diese Satsanglehrer oder was weiß ich. Und da möchte ich einfach sagen, da gibt es wirklich nochmals wiederholt keine zwei gleichen Ausdrücke. Und deshalb ist auch wichtig, prüft, wo es euch hinzieht und wo sich für euch stimmig anfühlt. Es gibt auch Meister, die sagen, bleib bei einem Meister. Das muss aber auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke genau aus diesem Grunde, weil der Mensch hat die Tendenz zu vergleichen. Der vergleicht dann 5 Satsanglehrer miteinander und bei jedem hat er dann, vielleicht hat er ein Favorit und dann müsste eigentlich jeder von den anderen 4 genauso sein wie die 5. dieser Favorit und das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich kann nur sagen, ich kann nicht anders als das ausdrücken, was durch diese Form geschieht und das muss keiner Nase passen. Ich kann ja nicht anders, es geschieht. Dann wäre und prüft nicht. Ja. Dann wäre zu prüfen, ob es ja nicht sozusagen alles auf die Satsanglehrer hin zu, ne? Also die sagen jetzt so und dann muss ich das irgendwie übernehmen, sondern wie geschieht's durch mich? Wie erfahre ich die Wahrheit durch mich? Oder was auch immer, oder durch die Form, wie du sagst. Also eigentlich ist es einfach. Geh hin, wo es dich hinführt, zu welchem Satsanglehrer auch immer. Und achte nicht auf deinen Verstand, sondern prüfe deinem Herzen. Wird es still in dir? Vertieft sich die Stille im Beisein oder im Zusammensein mit wem auch immer? Dann nutze das. Das ist die einzige, da kannst du erkennen, welcher Satsanglehrer, Meister oder wie die auch genannt werden möchten oder wie du die nennen möchtest. Aber wenn es stiller wird bei dir, weniger Gedanken sind, die müssen nicht aufhören, aber weniger werden, das kannst du nutzen. Da bist du richtig.
Wenn was geschieht in deinem Herzen oder du mehr Stille wahrnimmst, dann bist du richtig. Weißt du, als ich zu Muni damals kam, Muni war mein, oder ist auch heute noch mein weiser Guru oder wie auch immer, ich kam zu ihm, ich verstand kein Wort, was er sagte, akustisch hörte ich nichts, aber ich verstand auch sonst nichts, was er sagte, aber ich spürte da einfach so eine tiefe Stille in mir. Und was wollte ich mehr? Und da zog es mich dann immer wieder hin. Diese Stille vertiefen. Und das kannst du nutzen im Zusammensein mit einem Satsang-Lehrer, Satsang-Zusammensein in Wahrheit. Und das kann auch ohne gesprochene Worte sein, wie es ja auch bei Ramana eine lange Zeit war. Im Zusammensein mit diesen Menschen, mit denen du eine Resonanz hast, möchte ich jetzt mal sagen, wirst du mehr Stille wahrnehmen. Weniger Gedanken. Aber bitte erwarte nicht, dass keine Gedanken mehr sind. Sonst bist du wieder mit der Erwartung drin und dann ist wieder das Denken aktiv oder der Verstand oder das Ego. Es passt jetzt, es ist still. In mir auch. Ich möchte noch vielleicht auch als ich sehe die Zeit, die läuft, gell? Ja, wir sind frei. Ja, oh, okay. Ja. Ich möchte einfach auch noch sagen, vielleicht zu diesen Satsang-Lehren, wenn beim Inneren, also beim Menschen angelegt ist, dass er erkennen kann, dann zeigt sich auch im Äußeren, oder wenn es angelegt ist, dass es ums Erkennen geht, dann zeigt sich auch der äußere Meister. Der kommt dann halt in anderer Form. Manchmal brauchen wir ein Gegenüber, weil wir das dann einfach, gerade auch in der Präsenz von einem Satsang-Lehrer, der wunderbar, auch wenn er dann verwirklicht ist, noch wunderbarer, dann können wir das nutzen, um uns selbst zu erkennen durch diese Form, Satsang-Lehrer, erkennen wir uns. Manchmal braucht es ein Gegenüber zum Erkennen. Und deshalb ist das auch so genial, wenn es dann so angelegt ist, auch dass man zu solchen Menschen geführt wird oder so jemanden findet oder wie auch immer, wenn das dann auch mehrere sind, wie man zu diesen Menschen findet. Auch das ist angelegt. Also ich kann nur von mir sagen, als ich Muni begegnete, da hatte ich kurz vorher beschlossen, ich werde nichts mehr, mit keinem Menschen mehr, mich irgendwo hinbegeben. Und ja, wo haben wir denn da die Wahl? Wir haben keine Wahl. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Muni begegnet bin damals. Ich durfte so viel erfahren von ihm, durch seine Präsenz auch an Stille, was ich vorher einfach nicht wusste. Und das hat mir dann so viel auch zu erkennen gegeben. Ich durfte durch ihn sehr viel erkennen. Und deshalb zeigt sich dann der Meister, wenn es Zeit ist, oder der Satsang-Lehrer, oder wie das er jetzt auch genannt werden möchte,
führt's dich, ja, schau bei dir, du machst Chats mit solchen Leuten. Wunderbar. Dankbarkeit ist da, große Dankbarkeit. Freiheit schreibt, schön. Der Cheat würde jetzt sagen, es ist rund. Und Lila schreibt, Frieden und Klarheit, Fragen sind weg. Schön. Ja. Ich möchte als Abschluss sagen, nehmt das Leben leichter. Das Leben ist jetzt bist du leichter. Ziemlich leise. Irgendwas ist. Okay. Ist besser? Ja. Okay. Nehmt das Leben leichter. Nehmt es als Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal am Schluss schon gesagt habe, aber das Leben ist ein Spiel. Dann spielt's doch auch und macht nicht immer so einen Stress draus, oder? Ja, nehmt's leichter. Schau. Was von Moment zu Moment geschehen wird, möchte, tun, getan werden möchte und tut das in Leichtigkeit. Ja. Dankeschön von ganzem Herzen. Danke. Herzlichen Dank allen. Danke dir, Sabine. War wunderbar. Danke.
Ja, und danke an alle, die mit uns sind und sein werden. Ja, vielen Dank auch im Chat und Fried und Freiheit. Lila von allen, ja. Schön. Gut. Gefüllt, erfüllt. Ja. Auf allen Ebenen. Ja. Gute Zeit. Ja, danke. Ja. Danke an alle. Und euch einen wundervollen, entspannten Abend noch. Bis morgen.